Hallo, mein Name ist Steven, herzlich willkommen zu Toys and Collectibles, dem News-Format hier auf Heo Media. Viele Star Wars Fans sollten von dieser atemberaubenden Figur begeistert sein. Der Mandalorianer mit einer Menge Gepäck und natürlich Grogu. Der Findling wird vom Kopfgeldjäger direkt an einer Tasche am Körper getragen, was wohl der sicherste Ort in der ganzen Galaxie ist. Durch Sabotage wird Mando gezwungen, seine komplette Ausrüstung zu schleppen. Mit Helm, aber auch durch das lebensechte Porträt von Pedro Pascal kann man dank Hot Toys eine aktuelle Szene aus der Mandalorianer-Serie nachstellen. Elegant und zugleich bedrohlich steigt Natascha Romanoff eisige Treppenstufen hinab. Genau wie im aktuellen Kinofilm Black Widow trägt sie ihr weißes Kostüm. Kotobukiya hat sie außerdem mit ihren gefährlichen Schlagstöcken ausgerüstet. Die PVC-Statue der ehemaligen KGB-Agentin ist Teil der beliebten Artifacts Premier-Reihe. Da diese Black Widow weltweit auf 3000 Stück limitiert ist, hat jedes Modell eine einzigartige Nummerierung. Heinz Saban brachte uns das Super Sentai-Genre in die westlichen Wohnzimmer. Deshalb zeigen wir euch heute Figuren aus der guten alten Mighty Morphin Power Rangers Serie. Sie alle sind mit einer Auswahl an Waffen, Zubehör, auswechselbaren Händen und Köpfen ausgestattet. Die auserwählten Jugendlichen, aka die Power Rangers und ihre Gegner, wurden von Super 7 in ihrer Ultimates-Reihe aufgenommen. Der Tyrannosaurus Dinosaur ist der Kampfroboter, der vom Roten Ranger gesteuert wird. Dieser verleiht ihm die Form eines T-Rex sowie die Fähigkeit, starke Attacken einzusetzen. Für das passende Größenverhältnis sorgen die zwei Miniaturen vom Roten Ranger. Goldar ist der General von Ritas böser Alien-Armee. Seine beeindruckende Rüstung und Bewaffnung machen ihn zu einem der stärksten Feinde unserer Kindheitshelden. Neben vielem Zubehör kommt er mit zwei Paar Flügeln und seiner Powercoin-Box. Der Bösewicht ist nicht nur unglaublich stark und kann sich teleportieren, er ist auch ein erstklassiger Sword-Pilot. Eine überraschende Entwicklung erlebt der Green Ranger, alias Tommy Oliver. Er steht zunächst unter der Kontrolle der fiesen Weltraumhexe und ist somit ein mächtiger Gegner der Gruppe. Nachdem Ritas Bann über den sechsten Ranger brach, schließt auch er sich den Mighty Morphin Power Rangers an, um für das Gute zu kämpfen. Super 7 gibt uns die Möglichkeit, den grünen Ranger in verschiedenen Stilen auszustellen. Bei den sogenannten Putty Patrollern handelt es sich um die Soldaten der endlosen Horde von Rita Repulsa. Die bösen Alien-Diener aus Lehm unterstützen die Attacken von Goldar und Co. Durch ihre Anpassungsfähigkeit an alle Situationen bringen sie den Rangers stets Probleme. Jetzt kannst du dank verschiedener Kostüme und zusätzlichen Händen eine Armee von Handlangern aufstellen. Der gelbe Ranger alias Trini Kwan ist ein wichtiges Mitglied der Power Rangers. Ihre Figur kommt mit zwei Köpfen, passend zu den Schauspielern im gelben Kostüm. Zusätzlich bekommen wir das kleine sympathische Monster Mr. Tickle Sneezer. Der nächste Kampf zwischen den Mächten der Weltraumhexe Rita Repulsa und den von Zordon rekrutierten Rangers findet bei dir zu Hause statt. War heute etwas für euch dabei? Dann fragt nach beim Händler eures Vertrauens. Für mehr Informationen schaut in die Beschreibung oder geht direkt auf heo.com. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.